soy Javier Ameal, soy electricista aquí en Arda, en Valdemorillo. Hoi, ik ben Wesley. Ik werk bij Arda als stormingsmonteur voor de elektrotechnische afdeling. Mijn naam is Simon. Ich bin Betriebselektriker bei ADAC in Enzensfeld. Mis principales funciones y responsabilidades es encargarme de la parte eléctrica de las máquinas, la revisión, la toma de datos y poder adelantarme a lo mejor a las futuras averías que haya en cada máquina. Mein Name ist Dominik, ich bin hier tätig als Lehrling, als Betriebselektriker. Meine Haupttätigkeiten sind kleine Projektarbeiten, die mir von Vorgesetzten vorgegeben werden, wo ich dann Programmieren lerne, sowie Schutzschalttechniken. Ansonsten folge ich meinen Vorgesetzten bei der Fehlersuche, um dort etwaige Fehler mir zu merken, falls sie nochmal auftreten. Oder manchmal auch schalten Maschinen ab, wenn ein Dekorwechsel ist, wo ich dann eigene Sachen ausprobieren kann, um mir im Fehlerfall leichter den Fehler zu finden. Der Alltag startet mit einer morgendlichen Schichtübergabe mit den Kollegen aus der Vorschicht, um etwaige Probleme und Vorfälle zu besprechen. Und in der Frühbesprechung werden dann diverse Projekte, Umbauten oder Reparaturen gröberei besprochen, die man dann durchführt. Nebenbei muss man auch noch für die ständige Überwachung der Maschinen tätig sein und auch für Ausfälle zur Verfügung stehen. Ich beende den Tag, bevor ich heimgehe, meistens damit, dass ich alle Arbeiten abschließe und falls ich sie nicht abschließen konnte, der nächsten Schicht Bescheid gebe, dass das etwaige noch gemacht wird. Was das Werken bei ADA leuk macht für mich, ist, dass es jeden Tag dasselbe ist. Realmente es fantástico. Al fin y al cabo, aquí tiras 8 horas todos los días y termina siendo como una familia. Am meisten motiviert mich bei ADAC, dass das Unternehmen immer stetig wächst, mit neuer Technologie, neuen Maschinen. Und da ist sehr viel Lernbereitschaft erforderlich und das motiviert sehr. Falls Sie sich interessieren für Maschinerie, Elektrik oder Programmieren und alles in dem Bereich, kann ich Ihnen nichts mehr empfehlen, als bei ADAC Metal Packaging zu arbeiten.